gibt es ein kurzes Video darüber, wie ihr euch Windows runterladen könnt. Und zwar egal welche Version. Früher war es ja ziemlich kompliziert und musste das sich irgendwie von der CD runterziehen oder irgendwelche versteckten Links im Internet suchen. Jetzt hat Windows diese ganzen Dateien freigegeben. Das heißt, man kann die alle veröffentlichen. Und ich zeige euch einfach mal eine Website, wo ihr diese Dateien finden könnt. Hier werdet ihr dann auch später in der Beschreibung finden. Und zwar ist es lolametro.de. Genau, das ist die Seite. Wie ihr seht, habt ihr hier diese ganzen Windows ISO Download Links, also diese ganzen Windows Dateien, Windows 8, 7, Vista und XP. Wenn ihr zum Beispiel 7 laden wollt, geht einfach drauf. Ihr habt die Home Premium, Professional. Klickt dann halt einfach auf Herunterladen, dann wird die Datei heruntergeladen und ihr habt Windows. Wenn ihr dann nicht wisst, wie ihr das Ganze auf die CD bekommt, schreibt es bei mir einfach unten in die Kommentare und ich werde euch dann ein zweites Video nachschicken, wo ich das erklären werde, wie ihr dann die Dateien auf eine CD oder auf einen USB-Stick bekommt.